Ja, Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Paranormal Activity The Lost Soul. Wir sind zurück im Haus des Grauens. Ich muss mich erstmal bei euch entschuldigen. Gestern ist die Episode ausgefallen. Ja, es hatte leider einen ganz triftigen Grund. Mein Savegame ist defekt. Tja, es ging nicht mehr. Ich konnte es nicht laden, keine Ahnung. Ich kam nicht mehr zurück. Ich war nur noch im Hauptmenü. Und auch das manuelle Laden hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Das Savegame war einfach defekt. Mir kam es in der vorherigen Episode eh schon so komisch vor, weil da einige Sachen anders waren als davor, aber naja, gut. Ja, jetzt hatte ich leider die Aufgabe gehabt, alles nochmal neu zu spielen, bis zu dem Punkt, wo wir aufgehört haben, letzten Endes hier in dieser Abstellkammer. Ich habe nicht vorweg gespoilert, also ich habe kein bisschen weitergespielt, ich habe lediglich die Zeit genutzt, um halt, ja, das Safe Game irgendwie so herzustellen, so wie es gespielt hatte. Ich bin der Meinung, es ist mir ganz gut gelungen, aber einige Sachen sind ein bisschen anders, aber okay. Wir müssen weitermachen. Ja, und eine Sache muss ich noch erzählen. Aber dazu setze ich erstmal das Headset auf und dann legen wir gleich wieder los. Ja, das war schon ziemlich ärgerlich. Fünf Episoden haben wir gespielt und auf einmal ist die Savegame-Datei nicht mehr brauchbar. Ja, passiert halt, ne? Ärgerlich, aber passiert. So, linke Hand, rechte Hand. Genau. Ja, was ich euch erzählen wollte, ich habe natürlich alles versucht, irgendwie nachzustellen, so wie es war. Mir ist es diesmal aber leider nicht gelungen, das Hackebeil zu besorgen. Das sollte nämlich eigentlich hier hin. Da, wo jetzt die Taschenlampe hinzeigt. Da war letztes Mal das Hackebeil, jetzt habe ich hier ein Geschenk. Und dieses Geschenk, seltsamerweise, taucht auf der anderen Seite genauso auf. Damit hätten wir hier auf der Seite sogar schon drei. Weil der Kopf des Vaters, der Kopf von Blake, der liegt ja immer noch unten im Keller. Ja, okay, wie auch immer. Wir suchen auf jeden Fall noch die Taschen. Quatsch. Auf jeden Fall suchen wir noch. Genau, hier noch. Ja, ich vermute mal eine Kerze. Ja, Kreuz. Ist eindeutig, mehr oder weniger. Dann noch eine Bürste. Und keine Ahnung, was das wiederum sein soll. Aber was mich echt wundert, dass ich in diesem ganzen Haus. Meine, das ist doch ein christliches Haus, oder? Ich meine, draußen im Flur haben sie irgendwie ein Bild von Jesus Christus hängen. Wie er irgendwie hoch auf dem Kreuz zeigt. Das muss ich mir echt nochmal genauer angucken. Das geht gar nicht. Und hier sind noch so viele verschlossene Türen. Und ich finde keinen Schlüssel. Und permanent ändern sich hier die Zahlen am Kühlschrank. Genauso wie oben am Globus im, ja, keine Ahnung, was das ist, in dem Lesezimmer, vermute ich einfach mal. Permanent ändert sich das. Ich weiß auch nicht, ob mir hier diese Bilder irgendwelche Hinweise geben, aber wie gesagt, das draußen im Flur ist mehr als eindeutig. Und ich habe mir übrigens einen Teil der. Ja, auch hier ist es so, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wo die Stühle hin sind, die beim letzten Mal hier aufgestapelt wurden. Ich weiß es wirklich nicht. Was wollte ich sagen? Ja, ich habe mir einen Teil der Schriftstücke nochmal durchgelesen, nach der Aufnahme. Also nach der Aufnahme sind sie doch deutlich schärfer und deutlich klarer als direkt unter der VR-Brille. Und da war ein Schriftstück hier gewesen, von wegen, da geht es wohl um die Oma, dass die Oma hier weg möchte, aber sie kann nicht und keiner hilft ihr. Oder dass der Raum von der Oma verschlossen ist und keiner hilft derjenigen Person. Ich vermute mal, das wird wohl Kate geschrieben haben. Der Oma wieder normal zu werden. Sie braucht irgendwelche Dinge, um normal zu werden. Jetzt habe ich aber keinen blassen Schimmer, was die braucht. Es kann natürlich durchaus sein, dass das irgendwas mit dem Rätsel hier zu tun hat, mit den ganzen Gegenständen, die wir sammeln müssen, aber ich weiß es wirklich nicht. Also, wenn ich den Kopf mit hinzuzähle, hätten wir drei aktuell. Und sechs brauchen wir. Insgesamt. Ich bin begeistert. Aber hier sind wirklich noch so viele Räume, die noch nicht erkundet wurden von mir, weil ich einfach nicht reinkomme. Daher bin ich echt überfragt, wie wir das machen sollen. Und mich lässt dieses Kreuz nicht in Ruhe. Hier muss irgendwo in diesem Haus muss ein verfluchtes Kreuz sein. Jesus weist direkt darauf hin. Mit dem Finger nach oben zeigt er auf ein Kreuz. Vielleicht ist es auch ein Ding mit einem Zaunfall. Warte mal, was ist denn direkt über uns? Direkt über uns ist doch der Dachboden, oder nicht? Warte, ich guck mal. Nee, Dachboden ist da. Direkt über uns.
direkt über uns ist der Raum von Katie. Oder von Kate, oder wie sie heißt. Oder Cat. Oh, oh. Da ist er wieder, da ist er wieder. Kann ich... Ja, eine Tür, das gibt's gar nicht mehr. Da ist keine Tür mehr drin. Hier hat das Bild hingewiesen. Also zumindest oben. Hat nach oben gezeigt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich überhaupt richtig bin. Aber da komme ich nicht hin. Ich höre den Fernseher. Aus dem Schlafzimmer wahrscheinlich der. Irgendein Schriftstück, aber an das komme ich nicht ran. Das ist zu weit weg. Tja, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Es wird doch wohl nicht so schwer sein, ne? In so einem Haus... Oh Mann, Mann, Mann. Es ist schon wieder da. Leckt mich am Arsch, ey. Verdammter Poltergeist. Das kann doch nicht sein, dass ich mich mal in Ruhe... Ja, Leute, wie gesagt, das hat mich schon ein bisschen angenervt, hier alles nochmal spielen zu müssen, aber letzten Endes, ich habe mir es so halbwegs merken können und daher ging es relativ zügig. Und hier ist auch nichts mehr, was wir nehmen können. So, und hier wieder ein Beispiel dafür, dass es nicht hundertprozentig hinhaut, der Hammer fehlt. Also unten fehlen die Stühle, die auf den Tisch gestellt wurden und hier fehlt der Hammer. Aber Mutter liegt noch da. Und wir haben es nach wie vor 0 Uhr. Immer noch Geisterstunde. Tja. Gute Frage, nächste Frage. Och, hier gibt es kein Kreuz. Ich habe hier auch alles schon abgesucht in den letzten Episoden. Habe ja auch schon nach dem Kreuz gesucht. Ich habe nichts gefunden. Das kann doch nicht so schwer sein. Das ist doch ein christliches Haus. Hier muss es doch ein Kreuz geben. Oder hat sich vielleicht was hinter dem Bild versteckt. Aber ich bin der Meinung... Na, bleibst du auf? Ich bin der Meinung, da habe ich auch schon rumexperimentiert. Na, schöne Scheiße. Wie geht es weiter? Wo ist das Kreuz? Ist auch nichts. Ich meine, gut, in einem Haus leben Poltergeist spukt, da ist mit Sicherheit... Ich weiß nicht, die Mutter ist wohl besessen? Die wird doch unter Garantie das Kreuz vorher weggetan haben, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die das Zeichen Gottes, also zumindest im christlichen Glauben, dass sie dieses Zeichen hier einfach frei in der Wohnung oder im Haus hat liegen oder hängen lassen, aber... Man sieht ja leider auch nirgendwo eine Wandschattierung, wo dieses Kreuz vielleicht gehangen haben könnte. Und hier immer noch diese Zahlen. Und sie verändern sich permanent. 6, 7, 8, 2, 3. Was bedeutet das? Ich kann den Globus aber auch nicht nehmen. Bei welchem Dreh dreht er sich ins Unendliche? Keim das denn schon mal. Hier ist noch eine Uhr. Der kann ich auch nicht interagieren. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Das ist das Schlafzimmer. Aber hier komme ich nicht rein. Also die letzten Male bin ich auch nicht reingekommen. Tja, was nun? Wir können nochmal aufs Dachboden gehen. Hier liegt das alte Tonband. Die alte Kassette. Das war auch fies. Das war richtig fies hier. Als der Poltergeist sich die Kleine geschnappt hat. Das war richtig heftig. Ja, und diese Spieluhr hat anscheinend keine Funktion.
Auch noch so ein Mysterium. Warum funktioniert die Spieluhr unten im Eingangsbereich, aber die hier nicht? Und warum kann ich hier nicht hingehen? Aber auch hier ist nichts. Okay. Tja, was machen wir? Also um durch die eine Tür zu kommen, fehlt auf jeden Fall immer noch die blöde Kerze. Aber auch die habe ich noch nirgends gesehen. Der Puppe können wir auch nichts machen. Vielleicht den Kopf abziehen oder so? Nee. Ist doch gut, ey. Scheiß Geist hier, ey. Du gehst mir sowas von auf den Piss. Richtig übel. Ach so, okay. Das mit dem Barbecue, ja. Was ich jetzt auch wieder nicht lesen kann. Und noch eine Batterie drin. Die werde ich wohl im letzten Durchgang übersehen haben. Tja. The Attic, ja, da war ich ja schon gewesen. Was ist denn jetzt bitte schon wieder zugefallen? Was war das denn jetzt bitte schon wieder? Oh, verarscht mich doch nicht. Warum ist denn jetzt bitte schön... schon alles gesehen. Ich habe schon den Keller gesehen. Ich habe den Dachboden gesehen. Eigentlich bin ich der Meinung, ich habe in diesem Haus nichts übersehen, was ich nicht von vornherein hätte betreten können oder was sich im Laufe der Zeit hier ergeben hätte, aber... Fantastic, ja, okay, aber... Das hängt da wahrscheinlich... Also es muss auch schon längere Zeit rangeschmiert worden sein. Da können wir auch nichts machen. Ich vermute mal, hier ist das Babyzimmer, aber auch das ist zu. Es ist unfassbar. Die CD. Boah, warum geht die Tür schon wieder zu hier? Meine Güte. Dieses olle Dreckshaus. Ich bin so froh, wenn ich hier raus bin. Vielleicht doch irgendein Foto, was ich abnehmen kann. Irgendein Bild. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Also zumindest noch nicht überall. Manche Bilder habe ich schon versucht anzufassen. Und hier standen auch ganz viele Sachen, die weg sind. Ich kann es ja mal versuchen, ne? Mir die Bilder mal genauer vorzunehmen. Vielleicht ist ja wenigstens eins mit dabei. Na gut, da oben komme ich nicht ran. Ich finde es cool, das Spiel hat eine komplette 3D-Skalierung. Also, man kann es auch im Stehen spielen. Oh nein, was mache ich denn jetzt? Komm, schnell. Komm, lauf, 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 lauf. Nicht schon wieder erwischen lassen. Oh, es ist echt ätzend. Diese olle Mistsau. Ist aber auch kein Bild irgendwie... Mit einem Hinweis drauf, ne? He sees you, ja, schön. Richtig schön. Da unten waren keine Bilder, da oben. Tja, schon sehr, sehr eigenartig. Wo ist die Kerze? Wo ist das Kreuz? Hier ist ja gar nichts. Hier sind auch noch Bilder. Ich laufe gleich mal in den Flur und gucke mir mal an, ob ich mit diesem Jesusbild da irgendwas machen kann.
hier ist nichts. Es würde mich auch irgendwie wundern, wenn was mit dem Bild machbar wäre. Da ich bislang noch auf keinem Bild irgendeine Markierung gefunden habe. Oh, und diese Musik, die ist so ätzend, ne? Die ist so richtig unglaublich ätzend. Also entweder passiert jetzt gar nichts mehr. Und das Spiel wartet nur darauf, dass ich den letzten Gegenstand finde. Oder aber ich habe irgendwas ganz Offensichtliches übersehen. Und erst dann geht es weiter. Tja, ich weiß ja nicht. Aber ich weiß nur eins, das lasse ich definitiv drin. Das wird nicht rausgeschnitten. Das gehört ebenfalls mit zum Let's Play. Warum ist das Bild hier eigentlich schief? Was hat der Poltergeist daran gefunden, mich erschrecken zu wollen, das verdammte Bild hier schief zu stellen? Okay, wir gehen mal runter und ich gucke mir einfach mal das Jesusbild an. Oh, da ist er schon wieder. Der kommt aber auch echt häufig. Der kommt jetzt echt häufig. Also die Blutspritzer kennen wir auch alle. So, was hat das mit diesem Jesusbild hier auf sich? Da ist das Kreuz. Aber auch das Bild hat keine Funktion. Mein Hand reagiert nicht drauf. Schöne Scheiße. Schöne Scheiße. So, und das hier scheint irgendwie Großmutters Raum zu sein. Und man braucht Hilfe. Oder sie braucht Hilfe. Warum liegen die Tabletten jetzt hier? Die habe ich doch hier nicht abgelegt. Tja, ich bin echt überfragt, Leute. Falls ihr eine Idee habt, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare unten reinschreiben. Aber ich bin jetzt mal offiziell überfragt. Und ihr seht selber schon, dass die Mutter in dem Safe Game, was ich jetzt habe, die Tür nicht wieder entsperrt hat. Die ist nach wie vor verbarrikadiert. Eigenartig. Beim letzten Durchgang, bevor mir Safe Game abgeschmiert ist, war die Tür hinterher wieder auf. Tja. Gute Frage. Tja, 6, 7, 8, 2, 3. Es hat sich nichts verändert. Es ist nach wie vor die gleiche Zahlenkombination. Ne, es hat sich im Haus gar nichts verändert. Ich irre hier einfach nur umher und übersehe anscheinend jedes Mal wieder. Ich vermute mal das letzte Objekt, damit wir hier durchkommen. Tja. Gute Frage. Ich weiß echt nicht weiter. Alter. Ich hab's gerade so gehört von der Seite. aber auch das hatten wir, glaube ich, schon. Oh, eine Batterie. Nehme ich gerne mit. In dem Fall muss ich dir sagen, danke, lieber Poltergeist. Trotzdem kannst du hier gerne verschwinden. Ich hab nichts dagegen. Oh, nee. Mach keinen Scheiß. So. Tja, ich finde nichts. Ich finde echt nichts. Ist mir auch wirklich ein Rätsel. Ich meine, falls Leute zugucken, die das ebenfalls schon gespielt haben und auch durchgespielt haben, ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare schreiben, ob es euch genauso erging. Was ist denn hier schon wieder los? Oh, scheiße. Ja, wie gesagt, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob es euch genauso erging. Dass ihr irgendwann so ein Punkt gewesen seid, wo ihr das Gefühl hattet, nicht mehr weiterzukommen. Mir geht das gerade so mit der Kerze und mit dem Kreuz, was ich schon seit ewigen Episoden suche. Das gibt's doch gar nicht. Und irgendwas muss es doch mit der Uhr auf sich haben. Oder?
Aber ich stehe gerade zu blöd. Ach, ich kann sie sogar stellen. Das ist ja abgefahren. Okay, wir stellen sie mal auf 0 Uhr. Oh, oh. Für den Geist ist es gerade in Mitternacht. Das ist echt fies. Was ist hier passiert? Oh, nicht ernsthaft. Das gibt's doch gar nicht. Da ist sie. Ich hab die Kerze. Gott sei Dank, ey. Ich hab die Kerze. Alles klar. Kann ich die vielleicht anmachen? Meine wäre nur naheliegend, ne? Nee, geht nicht. Okay, ich nehme sie also automatisch wieder auf. Damit müsste jetzt eigentlich... Tatsache. Ich habe jetzt hier alle Gegenstände gefunden. Für, ja, keine Ahnung. Zumindest um erstmal durch die Tür zu kommen. Und diese drei fehlen mir noch. Okay, vielleicht finde ich ja die anderen drei Sachen hinter dieser Tür. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Gut, dann holen wir noch kurz den Kopf vom guten alten Blake. Ich habe das anscheinend die ganze Zeit übersehen, dass man mit dieser Standuhr auch was machen kann. So, Blacks Kopf liegt auch noch da, alles klar. Immerhin, das hat funktioniert. Und da kommen wir nicht rein, da sind wir zu groß zu. Hier liegt noch eine grüne Kassette. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir die schon hatten. Wartet mal, ich versuche mir die mal zu schnappen, wenn ich da rankomme. Komme ich leider nicht ran. Warum auch immer. Das ist natürlich blöd. Na, ist egal. Ist egal. Oder? Versuche ich es nochmal von der Seite vielleicht. Also wie ihr schon seht, ihr braucht richtig Platz in eurem Raum, in dem ihr spielt. Ich hab's ja. Okay. Ihr braucht richtig schön Platz. Mein Arbeitszimmer ist jetzt auch nicht das größte. So, Kassette in grün. Ach Quatsch. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Doch, das kennen wir schon. Testing 1, 2, 3. I love saying that. Ja doch, das kennen wir schon. Okay. Alles klar. Ja, ich würde sagen, es geht weiter. Es geht weiter im Abenteuer. Und ich sage erstmal, habt Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir nochmal einen Kommentar da. Vielleicht auch ein Däumchen, wenn es euch gefallen hat. Ich sehe gerade, die Kamera ist nicht richtig eingestellt, ja. Es dunkelt sich draußen gerade ein bisschen ab, daher lässt sich das nicht immer umgehen. Ja, auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Kommentar, richtig klasse. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut, haut rein. Bye.